Guten Abend, herzlich willkommen. Mein Name ist Rudi Wittmer. Ich bin verantwortlich für die Plattform Kulturpublizistik und den Master Kulturpublizistik der ZHDK. Das ist Paolo Poloni, Filmemacher, Autor des Filmes Mulhapar, der gerade im ZHDK-Kino lief und über den wir uns ein bisschen unterhalten werden. Der heutige Abend ist erstens eine Veranstaltung im Rahmen der Ausstellung Steve McCurry, Bilder, Fotografien aus dem Orient, kuratiert von Christian Brändle, Direktor des Museums. Danke Christian, dass wir heute hier und bei dir sein dürfen. Zweitens ist es die Fortsetzung einer Auseinandersetzung zum Thema Fotografie und Humanismus, an der Studierende und Dozierende verschiedener Fachbereiche der ZHDK beteiligt waren. Sie können das Resultat, eine Spezialausgabe von Zollfreilager unter dem Titel Foto, Menschen, Bilder, zum Beispiel hier in der Salle de Lecture der Ausstellung in den Tablets anschauen oder verfolgen. Drittens ist der Abend Teil der Reihe Freitag am Donnerstag, deren Veranstaltungen üblicherweise in Freitagsstores des deutschsprachigen Raums stattfinden. Wir, die drei Partner Freitag, Reportagen und die Plattform Kulturpublizistik teilen die Leidenschaft für die Frage, wie man mit der Gegenwart erzählerisch umgehen kann. Ich begrüße an dieser Stelle Markus Freitag und danke dir für das tätige Mittun hier heute und sowieso. Ich begrüße in Abwesenheit, ich glaube, er kommt dann noch, Daniel Puntas-Bernet, den Chefredaktor von Reportagen. Was diese beiden Partner betrifft, Freitag, Sie finden, wenn Sie tasten unter Ihrer Sitzfläche Ihres Stuhls, finden Sie ein Geschenk von Freitag. Und die jüngste Nummer von Reportagen finden Sie. Die jüngste Nummer von Reportagen ist beim Eingang deponiert und nehmen Sie bitte, wenn Sie das interessiert und es ist immer lesenswert, das Magazin, ein Exemplar mit. Viertens und jetzt abschließend ist dieser Abend für mich und Paolo ein bisschen eine Fortsetzung des Gesprächs, das wir seit sogar Jahrzehnten manchmal in Cafés des Kreis 5 in Zürich zusammen führen und in dem es sehr wohl um ähnliche Themen manchmal geht, auch um Filmprojekte, auch um Mulhapar schon ging, manchmal auch um Film, Fußball, Gott und die Welt. Wir werden uns aber zügeln heute, was die Sprunghaftigkeit unseres Dialogs betrifft. Wir haben ein Thema, der Titel heißt ja der westöstliche Kamerablick. Und da geht es zum Beispiel um die Frage, ob wir uns erklären oder vielleicht sogar entschuldigen müssen, wenn uns Bilder wie die hier gehängten berühren. Ich zitiere jemanden, der hier ist, der mir gerade gesagt hat, diese Bilder sind Hammer, großes Kino. Und andere haben gesagt, ein bisschen farbig. Und Dritte haben gesagt, ist das noch zeitgemäß? Wir werden darüber nicht sprechen, über Steve McCurrys Werk, aber diese Frage könnte uns auch interessieren heute Abend. Auch die Frage, wo eben das dokumentarische Bild des Orients aufhört und wo vielleicht ein Kalenderbild oder ein Kitschbild anfängt. Oder um die Frage, was es heißt, wenn die Akteurinnen im Film Mulhapar gerade deshalb aus sich herauskommen, weil sie wissen, dass der Mann an der Kamera sie in diesem Moment nicht versteht. Eine interkulturelle Begegnung der besonderen Art. Wir werden davon mehr hören gleich. Oder auch um die Frage, was es bedeutet, wenn Roland Barthes sagt, der Fotograf oder auch Filmer sei hauptsächlich Zeuge seiner eigenen Subjektivität. Paul und ich haben vereinbart, dass der Abend Platz haben soll, vor allem für einen ausführlichen Blick in die Entstehungsgeschichte von Mulhapar. Und hier möchte ich anfügen, dass, wenn Sie den Film jetzt nicht sehen konnten, dass ich guter Hoffnung bin, dass beim Zuhören der Erzählung, der Entstehung des Films, vielleicht in Ihrem Kopf der Film ein bisschen entsteht. Filme entstehen übrigens immer im Kopf, dann wirklich.
Dann soll es Platz haben für einige Gewissensfragen an das Kamerasubjekt Paolo Poloni und für einige Gewissensfragen an die Subjekte, die wir alle sind, wenn wir Bilder, Reportagen, Kinofilme, Fernsehfilme zum Beispiel aus dem Orient rezipieren. Ich möchte beginnen, indem ich ein bisschen Christian Brändle zitieren. Ich hoffe, ich mache das korrekt. Die Bilder von Steve McCurry als Fotograf ist so etwas, ein bisschen so etwas wie ein Jäger, wie sogar ein Fallensteller. Natürlich zappelt am Schluss nicht irgendwie ein Lebewesen in irgendeiner Falle, sondern es zappelt sozusagen ein Bild in der Kamera oder hört dann auf zu zappeln. Steve McCurry, würde ich selber sagen, ist ein Mann mit oder ein Fotograf, ein Künstler mit einer Absicht. Wer bist du oder wer warst du, als dieses Projekt Mulhapar in deinem Kopf entstand? Wie kam es zustande und wie verstehst du dich auch heute vielleicht oder in der Entwicklung des Films im Vergleich zu diesem Jagen und Fallenstellen? Es ist für mich, ich gehe davon aus, dass viele den Film nicht gesehen haben. Und das versuche ich zu berücksichtigen jetzt bei meiner Erzählung. Absicht. Ich würde sagen, ich hatte keine Absicht, als dieser Film in meinen Augen, in meinem Kopf auftauchte. Und so arbeite ich meistens, oder das ist meine Absicht. Bei ihm habe ich zum Beispiel das Gefühl, also zum Beispiel, als er das erste Mal nach Afghanistan ging, dann ist er ganz gezielt hingegangen. Er wusste, das war noch während dem sowjetisch-afghanischen Krieg mit den Mujahedin. Und er wusste, wohin er ging, er wusste, und er hatte die Kamera dabei und er hatte ein Ziel. Und vielleicht war er ein Jäger. Und jetzt in diesem Fall, und ich kann jetzt wirklich nur von dieser Genese sprechen, es hat sich so ergeben. Und das tönt ein bisschen passiv, aber das ist meine Vorgehensweise. Ich habe es gern, wenn sich die Dinge ergeben und wenn sich ein Film ergibt. Das ist gerade der Ausgangspunkt, so wie ich arbeite. Ich habe kein Ziel, ich habe keine Absicht, ich weiß nicht, was mich erwartet. Und ganz konkret ist es so entstanden, dass ich vor 4, 5 Jahren einen Film im Kreis 5 über eine Pizzeria gemacht habe. Ich wohne im Kreis 5, ich habe das Atelier im Kreis 5 und ich gehe immer Pizza essen. Und dann habe ich einen Film über diese Pizzeria gemacht und der Pizzaiolo ist ein Pakistani aus Mulhapar. Und es hat sich ergeben, dass ich mit ihm natürlich gesprochen habe. Und Aladita, so heißt der Pizzaiolo, hat mir erzählt von Mulhapar. Und er hat mir erzählt, in diesem Dorf gibt es Christen. Und natürlich hat mich das erstaunt. Das ist nicht das, was man sich vorstellt von Pakistan. Und diese Sachen und andere Dinge, die er mir erzählt hat, hat mich neugierig gemacht und wir sind zusammen nach Mulhapar gegangen, in dieses Dorf. Und also absichtslos. Und dann, da hat mich das inspiriert und ich habe gedacht, von diesem Dorf würde ich gerne erzählen, einen Film machen. Aber ich habe den Film noch nicht vor mir gesehen. Diese Ziellosigkeit ist wie ein bisschen meine Ausgangssituation. Und ich bin sicher, glaube ich, kein Jäger. Ich bin vielleicht ein Sammler. Ich bin ein Sammler, der... Ich hatte dieses Dorf von mir und natürlich habe ich gedacht, was ist das Potenzial, das filmische Potenzial? Ich muss ja einen Film machen oder ich will einen Film machen, der 90 Minuten nicht lang bei, was erzähle ich? Das Ausgangsmotiv war irgendwie, aber ich sehe hier eine Welt, weil ich habe ja dann da gelebt, in Pakistan, in diesem Dorf. Ich habe gesehen, wie die Leute zusammenleben.
auch Christen und Muslime, und ich habe das Dorf ein bisschen zu begreifen. Ich habe begonnen, es zu begreifen, und habe irgendwie gesehen, das entspricht nicht dem Film, das man im Westen, nicht dem Bild, das man im Westen von Pakistan hat. Das ist, wenn man näher reinschaut und in den Alltag der Leute schaut, dann ist das immer krass gegen jegliche Schlagzeilen. Und das war der Motor. Es war nicht das Programm, aber irgendwie das ursprüngliche Motiv, halt, es gibt Schlagzeilen von Pakistan und es gibt einen Alltag. Und jetzt ein Bild gegen die Schlagzeilen zu kreieren, um die Leute ein bisschen, die das dann sehen, zu verunsichern oder auch dahin zu bringen, dass man sich überlegt, was steckt hinter den Schlagzeilen. Es gibt doch einen Alltag. Man hört von viel Gewalt in Pakistan, und das stimmt sicher. Man hört von Gewalt gegen Christen in Pakistan, es gibt Attentate, das stimmt auch. Aber es hat 180 Millionen Leute, und es hat trotzdem, das habe ich nicht, ich habe nichts von Pakistan gewusst, es hat 3 Millionen Christen. Also, wie ist der Alltag, wie sind die Relationen? Ein Land, das Leben der Leute, ist nicht nur die Schlagzeile, die wir sehr oft lesen. Das sagen wir, das könnte so das Ursprungsmotiv gewesen sein. Aber nur nicht programmatisch, einfach als Motiv. Und dann, ja, dann muss man das auch wieder vergessen. Das Programm war auch nicht, ich mache einen Film über Christen und Muslime in Pakistan. Ich will damit sagen, ich ergebe mich der Situation, ich bin einfach da, ich will mit den Leuten, ich will die Leute sehen, ich will mich auch zeigen, sie sollen etwas von mir begreifen, und dann schauen wir mal, was passiert. Und das braucht Zeit. Ich habe heute im Unterricht zum Thema Reportage hier an der ZHDK gesagt, jede Reportage, aber auch jeder Dokumentarfilm ist etwas, was man dann auch vor Ort, wenn man da ist, aushandelt, wo man Bedingungen aushandelt, vielleicht auch gar nicht explizit. War das so in diesem Fall und wie ging das? Erstens mal musste ich... Ich war zuerst willkommen als Gast, weil mein Freund Aladita hat mich da eingeführt. Ich spreche jetzt ganz abstrakt, für die Leute, die den Film nicht gesehen haben, ist ein Dorf, ein kleines, rurales Dorf, weit weg von einer Großstadt. Und durch meinen Freund bin ich mal willkommen als Gast, nicht als Filmemacher, als Gast bin ich willkommen, so wie es sich gehört. Und dann habe ich aber die Kamera hervorgenommen, ich habe gefilmt und ich hab zuerst gar nicht gefilmt, ich habe mich einfach gezeigt mit der Kamera. Und das heißt, das war schon so eine Art Deal. Oder wie soll ich sagen, ich zeige mich mal und dann warte ich, was die Leute sagen. Und ich konnte ja nur mit Übersetzern sprechen, mit den meisten, weil wenige sprechen Englisch. Es ist nicht Indien. Indien sprechen auch ganz ungebildete Leute in kleinen Dörfern, findest du immer Englisch sprechende Leute. In Pakistan sprechen die Leute kein Englisch. Auch die Gebildeten, sehr Gebildeten schon, und die Geheimdienstoffiziere, alle. Und also, das war schon, ich zeigte mich und ich suchte so die Friktion oder auch einfach, das war eine Art schon so passive Verhandlung. Dann, weil ich dann doch den Film machen wollte und dann manchmal von Leuten etwas wollte, ich ging in die Häuser rein, ich bin in die Häuser, also wer den Film gesehen hat, ich bin sehr nahe bei den Leuten gewesen. Und das waren konkret 3 Familien? Das waren 3 Familien. Die zum Beispiel Taglöhner? Ja,
Das war eine muslimische Taglöhner, arme Familie Taglöhner. Das war eine christliche Familie. Die Christen in Pakistan sind fast durchwegs Putzleute. Die Männer putzen die Straßen. Aber das war auch eine interessante Motivation für den Film. Ah, die Christen sind hier komplett die Underdogs. Ich meine, das ist so wie... Und hier, was wir auch jetzt wieder erleben, das entspricht überhaupt nicht unserer Wahrnehmung hier. Also die Christen sind wirklich die Underdogs und die fast Leibeigene der reichen muslimischen Familie. Im Dorf, also dann gab es eben eine christliche Familie, die Frauen putzten in den reichen Häusern, in den reichen Familien, in den reichen muslimischen Häusern. Das sind diese zwei Familien und dann gab es noch eine christliche Familie, ein Mädchen, 13 Jahre alt, und zusammen mit ihrer muslimischen Freundin, 13 Jahre alt. Und diese beiden Freundinnen wurden dann ein bisschen so zum roten Faden des Films, Marvi und Somera, die 13-jährige Christin und die 13-jährige Muslimin. Und okay, wie zum Beispiel, wie war der Deal mit diesen Mädchen? Also ich habe die Mädchen sie haben die Kamera gesucht. Sie haben sich reingeworfen in die Kamera. Es ist nicht so, dass ich gefilmt habe und irgendwie, Marvi sind beides wunderhübsche junge Mädchen und ich habe sie gesehen und habe gedacht, die könnte ich in den Film nehmen und jetzt erzähle ich eine Geschichte von einer Christin mit einer Muslimin, programmatisch. Nein, sie haben sich reingeworfen in den Film, haben gestört. Ich wollte etwas filmen und ich wollte ein schönes Bild machen und immer wieder rein oder geschrien und so. Und so haben sie sich wie aufgedrängt. Okay, kann man sagen, das sind Junge in ihrer Naivität und die wollten sich zeigen. Das stimmt, das ist so. Und habe ich das ausgenützt oder ich hab's genommen. Ich habe diese Mädchen und dann habe ich bemerkt, das ist eine Christin, das ist eine Muslimin und dann, ja, kann ich vielleicht erzählen, die Freundschaft vom muslimischen Mädchen mit der christlichen Mädchen. Das hat sich so ergeben, weil diese so toll waren für mich, filmisch und persönlich. Ich habe nicht ein Casting gemacht. Oder vielleicht habe ich es doch gemacht. Ich meine, es hat 600 Leute und ich habe die genommen, die... Dann habe ich die Mutter der Muslimin und die ganze Familie, das sind 5 Töchter, eine Familie, muslimische Familie mit 5 Töchtern. Schon da, es ist, das hat mich, oh, und zum Beispiel mit dieser Mutter von diesem muslimischen Mädchen, die hat das einmal zur Sprache gebracht, also diese Abmachung. Die hat gesagt, film mich, ist mir egal, aber zeig es nicht hier. Du kannst das mitnehmen über das Meer und das ist mir vollkommen egal. Wir kamen sehr gut miteinander aus. Also wir hatten es ging über Wochen und Monate. Das war nicht eine Sache von ein paar Tagen, diese Geschichten, die ich erzähle. Also ich war 4-mal da, mehrere Wochen, also es war eine lange Zeit. Es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Und es ist auch zu lange für das Dorf. Also mit der Zeit war es zu viel. Am Anfang ist man der Gast und dann ist man willkommen, aber dann mit der Zeit wird es unheimlich für das Dorf. Was macht der mit der Kamera? Und nicht alle begreifen das. Oder viele begreifen das nicht, was mit dem passiert. Und diese Mutter, die hat das wie gesagt, du kannst mich filmen, aber wenn du das dem Dorf zeigst, dann ist es jetzt fertig. Das war ein Deal, das war eine Abmachung. Und so ist es auch. Und trotzdem war bei mir das Bild, nach diesen vielen Wochen, die ich da war, und ich habe sehr intensiv gelebt und gefilmt und gearbeitet und so, da habe ich gedacht, immer so eine romantische Vorstellung, ich zeige dann diesen Film dem ganzen Dorf,
Ich nehme einen Beamer mit und zeige das auf dem Cricketplatz im ganzen Dorf. Und das habe ich dann kapiert, das ist unmöglich. Weil zum Beispiel die Frauen, ich war im Haus mit den Frauen, die haben das Kopftuch einfach abgenommen, weil das gang und gäbe ist im Haus, müssen die Frauen das Kopftuch nicht tragen, auch mit männlichen Gästen nicht. Aber das macht sie mir gegenüber. Sie will nicht, dass das man im Dorf sieht, was sie macht. Also sie hat einen Deal mit mir und ich muss das respektieren, dass ich das nachher nicht dem Dorf so als Ganzes zeigen kann. Die einzelnen Familien haben den Film gesehen, haben immer Ausschnitte gesehen, aber diese Vorstellung, ich zeige dann dem Dorf, in jedem Dorf gibt es komische Geometrien und Streitigkeiten, und sehr stark. Und wenn man den Film gesehen hat, ich glaube, es gibt eine Atmosphäre auch von Nervosität und von Gewalt. Also ich hoffe, dass man das auch spürt im Film. Es ist nicht einfach ein bukolischer Blick auf einen pakistanischen Landstrich, sondern das Eis der Zivilisation ist dünn. Und eben, das ist der einzige Austausch mit dieser Frau. Da interessieren mich zwei Dinge. So wie du jetzt das Dorf, willst du noch etwas ergänzen? Ja, weil ich gesagt habe, das Dorf kann nicht realisieren, was ich mache. Oder auch die Protagonisten können es nicht ganz realisieren, weil sie haben die Referenz nicht. Ich kann erklären, ich mache einen Dokumentarfilm. Und dann, was ist ein Dokumentarfilm? Für sie ist ein Dokumentarfilm höchstens Discovery Channel, ein Film über Geparden. Das ist ein Dokumentarfilm. Also das ist keine Referenz, das kennen sie, oder? Sie haben Fernsehen. Also es hat ein paar Fernsehen im Dorf und sie sehen Discovery Channel irgendwie, Punjabi synchronisiert, und das ist dann, aber das ist keine Referenz. Also dieser bewusste Deal, ich mache diesen Film und dann zeige ich ihn, in einigen Kinos und so, und dann läuft er in Europa. Sehr abstrakt. Also diese Dimension zu erklären. Also es ist schon ein Verhältnis von, Unwissen und ich der Wissende. Ich weiß nicht, ich muss das mit mir selber ausmachen und verantworten gegenüber mir selber. Darf ich das zeigen, was ich gemacht habe hier? Mhm. So. Etwas, was mich interessiert, ist, ich würde sagen, einige Bilder oder alle Bilder von Steve McCurry machen etwas, was einerseits den Orient zeigt. Er ging dorthin, es ist das, was dort zu sehen war, was stark herausgearbeitet wird. Er macht es undenkbar, dass so etwas im Studio entsteht oder so. Zum anderen zeigt er etwas, was verallgemeinerbar ist, universelle Art, wie Menschen entweder leiden oder leben oder sich freuen. Mhm. Und das würde ich sagen, in Mulhapar ist das vielleicht auch eine Dimension. Und du, wie du über ein Dorf gesprochen hast in diesem Fall, das könnten ja viele Dörfer gewesen sein, auch in Europa. Das hoffe ich, das hoffe ich sehr, dass das so ist. Also ich habe wirklich nicht das Exotische herausstreichen wollen. Ich habe nicht die Exotik gesucht, sondern ich habe nicht die Fremdheit gesucht, sondern ich wollte zeigen, wie nahe. Je näher man hinschaut, je kapillarischer man die Realität erfasst und zeigt in den Familien. Es geht ja immer um Familien. Es geht bei uns um Familien, es geht um das Individuum natürlich, aber immer, man kommt nicht um die Familie herum. Nirgends. Es ist schrecklich, alle wollen den Familien entfliehen, aber schlussendlich landet man immer bei den Familien. Und diese Familien da, ich habe die Verwandtschaft eigentlich mehr versucht zu erzählen als das Fremde.
auch wieder nicht programmatisch, aber um irgendwie, also diesen Schlagzeilen muss man etwas entgegensetzen. Und ja, das andere Stichwort wäre, es gibt dieses Wort auf Deutsch pittoresk und noch schöner auf Englisch picturesque. Seit Jahrhunderten verwendet man dieses Wort und Künstler verwenden es, sie gehen durch die Welt und hier, das ist doch, und ich habe jetzt gerade dieses Bild im Blick von Steve McCurry, was extrem erstens komponiert ist und zweitens gut gefunden und drittens eben picturesque. Ich würde schon sagen, in Mulhapar, du sagtest gerade, du hoffst, dass man sieht, die Brüchigkeit sieht des Friedens und dass das überhaupt nicht irgendwie super harmonisch ist. Aber du tust doch auch recht viel, um das Malerische, das Picturesque auch nicht entweder zu verpassen oder ist die Kamera sucht die Schönheit der Landschaft, habe ich das Gefühl. Sonnenuntergänge. So. Ja, dem konnte ich nicht widerstehen. Aber sonst glaube ich nicht, dass ich das... ich glaube sogar, ich weiche dem Pittoresken aus. Also tut mir leid, ich habe das Gefühl, ich spreche manchmal so ins Leere, weil viele den Film nicht gesehen haben. Aber ich glaube, ich vermeide es so gut es geht, das Pittoreske. Also ich zeige das Hässliche. Mir fehlen hier Cola-Büchsen und Dreck und mir fehlt ein bisschen diese Dreckigkeit und Hässlichkeit. Also er will die Menschen veredeln, das möchte ich auch. Also ich will die Schönheit der Menschen zeigen. Unbedingt muss man die Menschen schön zeigen in ihrem Wesen und sentimental erzählen. Also man kann noch so brutal sein zur Realität, aber es braucht, in meinem Gefühl, in meinen Augen braucht es viel Sentimentalität. Aber das Pittoreske, ich glaube, Mulhapar ist grundhässlich, das Dorf ist hässlich, die Architektur ist scheußlich, die Straßen sind dreckig, es ist voller Gewalt und die Leute sind grob und roh und sie Motherfucker, Sisterfucker die ganze Zeit in der Sprache. Also ich glaube, ich bin hässlicher als diese. Okay, also ich will das jetzt nicht. Wir sind hier, du hast mich in Verbindung gebracht mit dem, also sage ich etwas zu dem. Ja, es kommt einfach so ungedacht. Mhm. Aber ja. Okay, jetzt ganz kurz den Blick geöffnet. Etwas, was ich gehört habe, es war Navid Kermani, der persischstämmige deutsche Schriftsteller und Islamwissenschaftler, der auch in der Reihe Freitag und Donnerstag im März dabei war, war jetzt in Zürich am Sonntag. Da war ich auch und da hat er an einer Stelle sehr emotional gesagt, diese Region, die jetzt die Krisenregion ist mit Syrien, Irak und so weiter und die IS als ein Beispiel oder eine Kraft darin, die sind jetzt daran, alles, was schön war, architektonisch, letztlich landschaftlich, künstlerisch, zu zerstören. Und natürlich meint er damit die reale Zerstörung von Dingen, die, Klammer, übrigens westliche, damals Archäologen und Wissenschaftler nobilitiert haben, dass wenigstens der Westen begriffen hat, dass das wertvoll sei und offenbar gerade deshalb oder auch deshalb wird das jetzt zerstört. Er meinte aber eigentlich den ganzen, ich würde es mal so sagen, Orient. Mhm. Er wird gerade zerstört von diesen Kräften, wenn sie an der Macht sind. Etwas sehr Ähnliches hat offenbar Wole Soyinka gesagt über Boko Haram in Afrika. Plötzlich denke ich, wenn ich das höre, jetzt gibt es eine existenzielle Frage der Verteidigung des Schönen eigentlich in der Welt oder in dieser Welt, dort, wo du auch warst und wo du jetzt das Hässliche und Schöne thematisiert hast. Ich weiß nicht, ob du solche Stimmen schon gehört hast, das ist jetzt quasi eine Debatte, wo du teilnehmen kannst oder vielleicht auch nicht kannst. Ja, ich kann leider nur ich habe keine Theorie, ich habe nur meine, also in diesem Dorf zum Beispiel,
es gibt das alte Dorf nicht mehr. Das alte pakistanische Punjab-Dorf, das hat ganz enge Gassen gehabt, Kopfsteinpflaster, ein Bungalow mit zwei Räumen, die Küche draußen in einem schönen Hof mit Bäumen. Das ist die Architektur, die Grundgeometrie eines traditionellen Punjab, auch in Indien, also Hauses. Und das wird tatsächlich zerstört. Also das gibt es nicht mehr, weil das ist verdeckt und die wurden niedergerissen von den eigenen Bewohnern, von den Leuten, die ins Ausland gegangen sind. Und von 180 Millionen Pakistanis sind 25 Millionen im Ausland und die haben Geld. Und was ist das erste Ziel beim Geldmachen? Ein zweistöckiges Haus zu machen mit komischen, also aus Beton, also wirklich sehr hässliche Häuser. Und diese machen das Dorf, verdecken das Dorf und machen es kaputt. Schildern wir das kurz. Also im Film, für diejenigen, die nicht gesehen haben, kommt dieser Mann vor die Kamera, erzählt der Kamera oder dem Filmer, wie das Haus gedacht ist. Er steht in diesem Haus und er macht das auf Italienisch, weil er dort das Geld verdient hat und dort das Italienisch, das Brüchige gelernt hat. Er erklärt das dem Italiener, der du auch bist. In diesem Italienisch, wo wir da stehen und was da werden soll, und dann zeigt er auch noch auf die anderen Häuser, das sind alles quasi Ruinen, also Halbruinen. Ja, nein, einige sind fertig, oder? Wir sind auf dem Dach, zwei Stöcke, ein imposantes, aber leer, nur das Gerüst, Beton. Und er zeigt, das ist das kanadische Haus, das ist das australianische Haus, australische. Da ist Korea, da ist Japan und so. Und jedes Haus hat den Namen Japan, Korea, weil die Leute von da und sein Haus. Und er sagt, jetzt bin ich hier, in Italien gibt es keine Arbeit, ich weiß nicht, ob das Haus je fertig wird. Also das ist die Geschichte. Und es ist grundhässlich, das Haus, es ist schrecklich. Und unten hat es wunderschön an das Klima angepasste, intelligente Häuser. Und das Ziel einer jeder Familie ist es, nicht der Christen, die schaffen das nie, die können niemand ins Ausland schicken, aber der reicheren Muslime jemand ins Ausland zu bringen, mit dem Ziel, dann eben das alte Haus zu ersetzen mit dem neuen. Also, ich meine, aber da gibt es niemand, die diese Dynamik irgendwie beeinflussen kann. Keine UNESCO und keine Kulturabteilung im pakistanischen Ministerium. Das ist der Lauf der Dinge. Und das wäre dann fast auch der Lauf der Dinge in der Globalisierung, also auch zum Beispiel in Italien. Ja, schon. Die Zerstörung dessen, was gewachsen ist, wo man sich einigen könnte, das ist sehr schön und wertvoll, klar, wäre ein Globalisierungs- oder ein Migrationseffekt. Und das würde auch heißen, oder für mich wäre damit assoziiert, die Leute verlieren eigentlich ihre Tradition oder sie verlieren das Gedächtnis ihrer Kultur, sie verlieren, das würde ich alles für mein Land auch sagen, als Tendenz, die ich mitverfolgen kann. Wäre das dann richtig in deiner Beschreibung von Pakistan Mulhapar? Mhm. Und noch einmal, du hast jetzt ja, dass diese Schimpfwörter, versteht man ja, dass du jetzt nicht drin hast im Film. Aber doch, die habe ich. Die hast du drin, okay, dann habe ich sie vergessen. Die sprechen die ganze Zeit so. Also die 13-jährigen Mädchen sagen, you sister fucker und so. Also sie ist sehr rau und grob. Mhm. Nein, es ist drin. Diese Hässlichkeit ist drin. Ruht. Diese Rohheit. Okay, und in dem Moment... Und auch die Schönheit. In dem Moment, wo du vorher gesagt hast, ich muss das ja mit mir ausmachen, wie ich das vertreten kann, was ich gemacht habe oder was ich zugelassen habe, was im Film. Und da war ja das Stichwort, ich nenne es jetzt Asymmetrie, oder? Mhm. Du hast eben ein paar Filme gesehen und gemacht in einer Art, wie sie sie eben offenbar gar nicht sehen können. Und dann sind sie in einer vollkommen
verkürzenden Darstellung weniger gebildet als du oder weniger wissend als du. Hingegen ist deine Umgebung, wie, also Europa oder die Schweiz oder Italien, eigentlich nicht ein irgendwie überlegene Umgebung und schon gar nicht, wenn es darum geht, traditionsbewusst oder kulturbewusst oder schönheitsbewusst zu leben. Nochmal diese Asymmetrie, ich habe verstanden, du bist jetzt ein Akteur in diesem Dorf. Ich habe auch, also in Locarno wurde ein Film Welt uraufgeführt und da gab es auch ein Gespräch. Und da habe ich, glaube ich, richtig in Erinnerung, dass du gewisse Dinge gar nicht austauschen konntest. Ja, du konntest nicht sagen, ich mache den Film so, weil die Sprache fehlte und die Referenz fehlte. Eben das, was ich vorher gesagt habe. Und in diesem Zusammenhang, die Asymmetrie, das finde ich, also es gibt eine Szene, die Familie der Muslime mit dem 13-jährigen Mädchen, da bin ich am Schluss des Films, gegen Schluss, ganz nahe bei ihnen in der Küche mit einem Feuer und die Mutter und der Vater, es gibt ein Zwiegespräch, einen Dialog, einen Streit. Und das ist sehr, sehr intim, auf eine Art. Doch, es ist, und wie ist das entstanden? Aber auch die anderen Gespräche oder Dialoge zwischen den Leuten. Sie sagen, sie streiten und sie vergessen mich. Oder es ist ihnen egal. Und dann kann ich, dann habe ich dann schon, und ich habe eine Stunde gefilmt da, auf die beiden und auch das Mädchen. Und es war der Teufel los. Und ich wusste nicht, um was es ging. Also ich habe gar nichts verstanden. Und wenn es mir zu bunt wurde, habe ich Aladita auf den Knie geklopft. Aladita, was ist los? Und dann hatten wir abgemacht, er darf mir nur drei Worte sagen, damit ich ein bisschen... Aber prinzipiell, ich habe keine Ahnung, was da gesprochen wurde. Und sie wussten, ich habe keine Ahnung. Und das war der Deal. Also das ist jetzt im Nachhinein, oder? Aber ich kann mir das wirklich nur so erklären. Die Tatsache, dass sie wussten, dass ich nichts verstehe, hat das ermöglicht, dass sie ins Reden kamen oder dass sie vor der Kamera agierten. Das war eine Motivation. Dass sie überhaupt mitgemacht haben, das war zum Teil schon auch Eitelkeit. Jetzt kommt einer, der will mich filmen. Ja, natürlich, ich mache das gerne, ich zeige mich gerne, ich erzähle gerne etwas. Und jetzt zum Beispiel bei dieser Familienszene, war die Kamera wirklich wie ein bisschen der Katalysator auch. Also der Anlass, überhaupt zu sprechen. Also ich wurde dann wie vergessen. Und es ist ja nicht unbedingt die pakistanische Familie oder die pakistanische Gesellschaft ist sehr hierarchisch, sehr patriarchalisch. Es gibt sicher nicht eine Gesprächskultur. Man sitzt nicht an den Tisch und erzählt, wie war dein Tag, wie geht's, was ist los mit dir? Wirklich nicht. Aber die Kamera, die Frau, das war eine sehr resolute Frau, die hat das wie benutzt. Die hat mich wie benutzt, jetzt sage ich dem mal was, dem Mann. Gut, das sind so meine Erklärungen. Und dann habe ich das Material, ich übersetze es Wort für Wort, ich merke langsam, um was es geht. Also ich wusste dann schon mündlich übersetzt, um das ist es gegangen. Aber dann wirklich konkret, es hat mich umgehauen. Also das waren Sätze, die in jedem bei jedem Ehepaar, in jeder Familie fallen. Sie sagt zum Beispiel, er wirft dir vor, sie sagt, warum bin ich nur in dieses blöde Dorf gekommen? Sie ist nicht von diesem Dorf. Ich war Lehrerin und jetzt muss ich Fußball nähen. Alle nähen Fußbälle. Das kommt im Film vor. Und Adidas Fußball. Adidas und Puma. Weltmarkt, also Leder. Und dann sagt er, zum Beispiel, du wolltest doch nach Mulhapar kommen und hätte ich das gewusst, wäre ich nicht gekommen. Also ein Dialog, den ich wirklich schon oft gehört habe,
Du hast doch gesagt, du wolltest doch, ja nein, du hast doch, und so. Und dann am Schluss sagt er noch, siehst du, du sprichst Lehrerin, dann werde doch jetzt Lehrerin, wie soll ich jetzt Lehrerin werden? Mit fünf Töchtern und so. Und er sagt, siehst du, er ist Maurer, Handlanger. Und er sagt, siehst du, du sprichst und sprichst, aber deinen Schador kannst du nicht mal schön tragen. Also wirklich, ich finde, es ist ein Dialog, der in jeder Küche passiert. Und die Abmachung war, glaube ich, ihr dürft mich filmen, ich rede jetzt einfach. Es ist gerade gut, dass du da bist, du verstehst uns so eh nicht, und sie sprechen. Und ich hoffe, dass auch mitgespielt hat, dass sie ein Vertrauen in mich haben. Dass es nicht nur so Naivität ist, sondern dass auch der macht schon etwas draus, das nicht gegen uns ist. Und das ist meine einzige ethische Regel, die ich habe. Ich mache nichts gegen die Leute. Ich will sie schön machen. Und darum kann ich, ich glaube, ich hat man lieb im Film, trotz der Rohheit. Außer vielleicht, bei einem bin ich nicht sicher, das ist der Headmaster. Weil der Film ist nicht Christen und Muslime, der Film ist oben und unten. Und dann kommt ein reicher muslimischer Landbesitzer vor, der so patriarchalisch zum Christen neben ihm sitzt und so. Und der ist vielleicht ein bisschen böser gezeichnet, aber nur durch seine Art und so. Ich glaube, der würde mir das vorwerfen, wenn er das sehen würde. Die anderen, die haben mir das nicht vorgeworfen. Die haben den Film gesehen und sie amüsieren sich. Und wir, die wir den Film sehen, denken, es ist fremd, aber es ist auch alltäglich. Ja. Es ist ganz anders und es ist auch ganz gleich. Du suchst nicht eine Erzählung und eine Art, wie das wirkt, wo dann jemand sagt, jetzt muss etwas ändern auf dieser Welt. Ja. Ja, das ist, glaube ich, schon so. Also es gibt keine Informationen. Man kommt auch nicht so richtig draus, glaube ich. Also ich war dann da im Dorf und manchmal habe ich gedacht, man kommt nicht draus. Ich muss jetzt Leute filmen, die sagen etwas, die können sprechen und die geben Informationen. Und dann habe ich irgendwie eine Art, also aus Angst, aus Panik, die Leute kommen nicht draus. Dann habe ich irgendwie einen Priester aus der Stadt kommen lassen, der erzählt hat, wie ist die Situation der Christen in Pakistan. Und das habe ich dann gefilmt, weil es mich ein bisschen sicherer machte. Und so haben auch andere Leute ein bisschen Informationen gegeben, aber die sind gar nie in Betracht. Also alles, was informativ war, ist einfach immer sofort rausgeflogen beim Schnitt. Und weil es sich einfach nicht, weil es nicht zusammenging mit einer mehr lyrischen oder sentimentalen oder unaufgeregten, vielleicht, ich hoffe manchmal so ein bisschen, vielleicht poetischen, vielleicht, das traue ich fast nicht zu sagen. Oder? Aber das sind alles Wörter, sprechen wir kurz von denen. Ich weiß von dir, dass du ein beeindruckter oder fast Fan bist eines Buches, das ist schon lange geschrieben wurde, von Flaubert, und das L'éducation sentimentale heißt. Du bist eben jemand, der in der deutschen Sprache das Wort sentimental noch verwendet, was ich sonst im positiven Sinn, was ich sonst nicht kenne. Ja, im positiven. Das Wort ist jetzt nun mal im deutschen Sprachgebrauch, den ich kenne, nicht mehr brauchbar als etwas Positives. Das ist eine Geschichte, die dahinter uns liegt, also wo offenbar jedenfalls im deutschsprachigen Mediensystem eine Abgebrühtheit oder eine Kitschresistenz oder eine, ist nicht mal Kitsch vielleicht, aber eine Reserve sofort da ist. Und auch wenn so gesprochen wird, wäre ich nicht überrascht, wenn jetzt im Publikum wird, was, sentimental, das ist schon Kitsch.
Und Oldschool. Oldschool. Vielleicht könnten wir ganz kurz noch, was wir auch schon gemacht haben, auf die Filmgeschichte, und da gibt's, das ist jetzt nicht, weil du Italiener auch bist, sondern weil mich das sehr interessant dünkt in diesem Zusammenhang. Es gibt Roberto Rossellini und den Neorealismus 50er Jahre nach dem Krieg. Und in den Schriften von Rossellini, das sind Filme wie Paisa und so weiter, in den Schriften steht an einer Stelle, es geht, wenn wir oder wenn ich diese Filme mache, um die Wirklichkeit, um die Welt, es geht um die Menschen, sehr in diesem Sinn, wie du gesprochen hast, es geht um die Liebe zu den Menschen und es geht um die Liebe zu der Wirklichkeit, zu der Welt. So kann man nicht mehr unbedingt heute sprechen, und du sagst oldschool, ich sage unzeitgemäß. Das ist ja auch so, wenn es dann um die Chancen geht, die ein Film hat in unseren Kinos oder im Fernsehen oder so, dass das Sentimentale gar nicht in diesem Sinn, wie du sprichst, gar nicht unbedingt mehr gefragt ist oder nur noch so eine Nische. Würdest du auch so sehen? Ja, das weiß ich nicht so. Lyrischer Dokumentarismus. Ja, ich habe schon gerne mit der Wirklichkeit zu ringen. Also wirklich ringen. Also wie soll ich sagen, ich betrachte die Welt sehr politisch und eine Gemeinschaft habe ich auch sofort eine soziologische, einen Blick. Also ich versuche... Ich sehe diese Verhältnisse schon, und das ist schon ein Ausgangspunkt, aber es darf einfach nicht zum Programm werden. Also ich will damit sagen, eben zum Beispiel dieses Dorf, die Herangehensweise ist sehr narrativ, erzählerisch. Ich versuche die Erzählung, etwas über die Menschen zu erzählen, und natürlich soll es universell sein und soll man auch etwas spüren von der Gesellschaft. Aber es darf nicht auf den Punkt gebracht werden, in meinen Augen. Es darf nicht zu klar sein. Es muss ein bisschen so ein Geheimnis haben. Mhm. Also das, ja, ich weiß nicht. Ich kann das... Eine andere große Figur des italienischen Kinos, Pier Paolo Pasolini, jetzt fertig mit hat 1001 Nacht verfilmt, ging nach Nordafrika, um das zu verfilmen, und hat vollkommen, und das ist eine ganz andere Zeit, das ist also 40 Jahre etwa her, hat vollkommen hemmungslos den Orientalismus ein bisschen gespiegelt, indem er einfach das Utopische, das Religiöse einfach ausagiert hat mit seinem Ninetto Davoli, Schauspieler, der Süditaliener ist. Und das war dann plötzlich fast ein Orient, italienisch gesehen, aber eigentlich Orientalismus pur. Utopie war dort ein Programm, und es war, ich würde sagen, in so einem Film von Pasolini war das Geheimnis eben auch mit drin. Und ich frage dich nochmal, du musst nicht unbedingt die Zeitgeschichte kommentieren in jedem Ausmaß, aber utopisches Filmen das quasi die ganz andere Welt des Mythos eigentlich. Im Orient oder gesehen vom Westen oder egal, das scheint vorbei zu sein, und damit muss dann jeder, müssen wir als Zuschauer und musst du als Filmer irgendwie zurande kommen. Ja, ich glaube, also ich kann halt nur vom Dorf sprechen, aber es hat sich da gezeigt, das ist ja nicht es ist sehr archaisch, von den Leuten her, vom Denken her, von den Strukturen her, sehr archaisch, aber es ist ein Hybrid, so wie fast überall die Welt Hybrid ist. Es ist nicht mehr eben das Bukolische oder das Primitive in einem
in einem anthropologischen Sinne primitiv. Nein, es ist hybrid. Also im Dorf werden Fußbälle genäht für den Weltmarkt. Also es gibt eine Struktur von der Stadt aus, die in Handarbeit in die Familien, vor allem Frauenarbeit, aber nicht nur, Puma, Adidas, Fußbälle, Volleybälle, und man sieht die Leute nähen. Es ist eine hybride Situation. Also dieser Orient hat sich hybridisiert, und das gibt's, so ist die Realität. Und es hat noch eine andere Realität im Dorf gegeben, die habe ich auch gefilmt, die hat leider keinen Platz gehabt. Es gibt eine kleine Manufaktur, Kinderarbeiter natürlich drin. Das habe ich übrigens, das hätte ich ohne weiteres in den Film reintun können, auch Kinderarbeit und so, aber das war mir schon wieder ein bisschen zu spektakulär, Kinderarbeit, das habe ich wie weggenommen, aus diesem Grund fast. Aber das war eine kleine mechanische Werkstatt, die fabrizieren chirurgische Instrumente für eine deutsche Firma, Stahl. Also sie polieren Skalpelle. Und das wird dann tatsächlich nach Deutschland geschickt. Über Agenten, die in der Stadt sind, die das sammeln aus der ganzen Provinz, wie die Fußbälle aus der ganzen Provinz. Alle Fußbälle kommen in einen Container, kommen zum Flughafen nach Karachi, mit dem Lastwagen nach Karachi und dann mit dem Schiff nach wohin auch immer. Also dieser Orient, das ist der Orient. Das ist der Orient. Und mir gefällt diese hybride Situation. Also mich würde es nicht interessieren, also das interessiert mich nicht, in den Amazonas filmen zu gehen und irgendwie eben eine komplette Exotik und Exotik zu filmen. Also die rein exotische Situation, das ist etwas für National Geographic. Aber das interessiert mich nicht. Also diese Mischform ist... Und dieses Dorf hat ja etwas mit mir zu tun. Also der Motor ist dieser Pizzaiolo. Dieser Pizzaiolo ist hier im Kreis 5, der wohnt hier, der arbeitet als Pizzaiolo und der kommt von diesem Dorf. Und aus diesem Dorf gibt es noch Dutzende von jungen Männern, keine Frauen natürlich, die leben wenig in der Schweiz, viele in Italien. Viele in Italien. Viele in Korea und die meisten in Dubai und Abu Dhabi und Saudi-Arabien und Katar. Also, da sind die meisten. Also es hat etwas mit uns zu tun. Und wenn man durch die Straßen geht und dann einen Pakistani sieht, jetzt, also ihr zum Beispiel, jetzt in den Film gesehen habt, ihr könnt euch etwas vorstellen jetzt, wenn ihr diesen Typen seht. Ihr könnt euch etwas von seiner Biografie vorstellen. Das glaube ich. Das würde ich behaupten, das leistet der Film ein bisschen. Also ihr trefft einen Pakistani und dann könnt ihr euch das vorstellen, woher der kommt. So. Ich wollte an dieser Stelle die Gelegenheit geben, dass vielleicht jemand sagt ja oder nein oder eine Frage noch kommt. Dinge, die beim Zuhören als Neugierde treibend kamen, wer aus dem Publikum möchte irgendwo noch einhaken und etwas fragen. Es kommt ein Mikrofon. Also diese Fotos, die hier hängen, finde ich speziell an denen, dass jedes Einzelne, wenn man es anschaut, sieht man, dass sie eine Geschichte erzählen, jedes einzelne Foto. Und in Bezug auf diesen Film würde mich interessieren, du sagtest zwar, dass du ohne Absicht da eigentlich reingegangen bist, aber was würdest du denn jetzt im Nachhinein sagen, was deine Absicht war? Also welche Geschichte wolltest du erzählen? Ich wollte eine Erzählung von diesem Dorf. Es ist eine Erzählung, es ist eine Narration mit handelnden Personen, nicht mehr und nicht weniger. Also es hat kein spezifisches Thema, es hat keinen,
klaren Fokus. Das darf man nicht sagen, oder? Aber es hat keinen klaren thematischen Fokus. Es geht nicht um Christen und Muslime. Es will das Gefühl vermitteln, da ist einer hingegangen, hat eine Welt gesehen und er erzählt uns jetzt von dieser Welt. Er erzählt dieses Dorf. Und ist wie eine Erzählung, eine Novelle. So, das ist meine Intention. Beim Schneiden ist das entstanden. Vorher war es ein bisschen unklar. Erst beim Schneiden, als dann zum Beispiel wollte ich vielleicht viel fokussierter machen, ja, die Christen-Muslime-Thematik ein bisschen zuspitzen, dass die Christen, die sagen auch manchmal im Film etwas zu ihrer Lage. Und dann habe ich bemerkt beim Schneiden, immer mehr fallen diese Informationen weg. Und dann hat sich diese Atmosphäre des Erzählens vom Dorf mehr herausgebildet. Übrigens, eine Erzählung. Sagen wir mal eine lyrische Erzählung von einem pakistanischen Dorf, das von einem Dorf spricht, das überall sein könnte. Also der Wert, wenn es einen Wert gibt, das ist, ich erzähle euch von einem pakistanischen Dorf und schaut genau hin, es könnte auch im Emmental sein, es könnte in Kalabrien sein, es könnte irgendwo in Spanien sein, sogar in Deutschland, in Mecklenburg. Also in Mecklenburg. Aber das musste ich mir erkämpfen, weil der Film habe ich nur finanzieren können, weil ich einen Fernsehfilm machen musste. Also ich habe gefilmt und ich musste zwei Filme machen. Ich habe einen Fernsehfilm gemacht von 52 Minuten, den musste ich sofort abliefern und habe niemandem etwas davon erzählt, dass der irgendwo läuft, weil im Hinterkopf dann war, ich will einen längeren, narrativeren Film machen, und dann habe ich dann noch ein Jahr gearbeitet für die 90 Minuten. Also es gibt einen Film, 52 Minuten, wo der Bischof sagt, ja, die Lage der Christen, bla bla bla. Und es gibt einen Film, wo die Christen nur sagen, was ist... Was, ja. Da bist du ein bisschen so, wie diese Frau, die gesagt hat, wenn du das jenseits des Meeres zeigst, ist okay. Ja. Also jenseits des Meeres ist für dich das Fernsehen. Habe ich verstanden. Ja, das musste ich, das war der Vertrag, oder? Auch ein Vertrag. Mhm. Entschuldigung, du wolltest noch was? Ja, ich wollte noch kurz fragen, also ich versuche noch rauszufinden, was wirklich deine Absicht letztlich doch war. Mhm. Also ich verstehe das jetzt so, dass die Absicht war, zu zeigen, dass das, was dort ist, letztlich doch nicht so verschieden ist, eben von dem Dorf im Emmental oder sonst irgendwas, sondern uns das näher zu bringen. Die Leute, die keinen Freund in der Pizzeria haben und dahin gehen, denen zu zeigen, so ist das da. So. Vielleicht, ja, aber ich will euch zeigen, wie es da ist. Vielleicht nicht mal das. Also, ich habe es mir noch nie überlegt, darum komme ich jetzt ins Stottern, aber vielleicht nicht mal das. Vielleicht wirklich so absichtslos wie möglich. Also es tönt blöd, aber wirklich ohne Programm, ohne Absicht. Und wenn die Leute in den Film 90 Minuten sehen und sie haben sich nicht gelangweilt, dann ist es okay. Dann ist es egal. Dann ist es okay. Sie haben sich 90 Minuten nicht gelangweilt. Ein Dokumentarfilm, Untertitel. Also dann bin ich sehr zufrieden. Das ist eigentlich das Goal, ist das. 90 Minuten etwas erzählen. Ich habe alleine gefilmt mit der Kamera, alles alleine, und ich habe 90 Minuten die Leute, die da sind im Kino, die haben sich nicht gelangweilt. Bin ich schon sehr glücklich, also wirklich. Dann ist es vielleicht schon so, mir gefällt es, wenn ich irritiere mit diesem Film. Ja, ist es so? Stimmt das, was der uns vermitteln will? Ist es wirklich so harmlos für die Christen in Pakistan, oder macht er ein idyllisches Bild? Stimmt das, was er uns da erzählt? Wir lesen doch immer etwas anderes. Und das ist okay, wenn man das nicht so genau, wenn man mir nicht vertraut, ist es auch okay.
Ist es auch okay? Da wäre, glaube ich, eine Reihe hinter Ihnen oder dir. Guten Abend. Also erstmal mein persönlicher Eindruck, der hier ganz gut passt, finde ich. Also ich bin in diesen Kinosaal reingegangen und habe so gehofft, bitte, bitte macht, dass es nicht wieder so ein Dokumentarfilm wird, wo jemand irgendwie die Moralkeule schwingt oder irgendwie eben mit einer bestimmten Absicht an eine mir jetzt fremde Kultur rangeht und mir quasi so die Welt erklären will. Und ich muss sagen, das ist genau das Entspannende und für mich irgendwie das Vorteilhafte an diesem Film, dass eben genau diese Absicht irgendwie fehlt, weil ich mir selber irgendwie einen Eindruck machen konnte. Und ich höre jetzt auch damit auf mit diesem Thema. Ich habe noch eine Frage, und zwar hat mich eine Szene im Film ein bisschen irritiert. Und zwar, als diese Transvestiten durchs Dorf gezogen sind, ich nehme an, es waren Künstler, die irgendwie diesem Neugeborenen irgendwie alles Gute gewünscht haben. Mich würde einfach interessieren, was dahinter steckt. Ich hätte einfach gerne ein bisschen mehr Informationen darüber. Ich war einfach ein bisschen irritiert, weil ich die ganze Zeit in diesem Patriarchalmodus war und dann kommen diese Transvestiten. Ja. Genau. Registerwechsel. Ja, das sind Hijras. Und also für mich war das ein gefundenes Fressen, weil ich habe gesagt, ich hatte kein Programm. Ich hatte kein Programm, aber ein kleines Programm hatte ich schon, dass man irritiert ist. Man hat Vorstellung von einem Land und dann kommen plötzlich fünf Männer als Frauen verkleidet, Tunten, Transvestiten, und machen ein riesen Hallo im Dorf, bringen alles durcheinander. Die Leute suchen, sie tanzen mit ihnen, sie singen zusammen. Das ist auch nicht das Pakistan, das wir uns denken, oder? Das ist nicht das fundamentalistische Hardcore Pakistan, das in den Köpfen schwebt. Und das war an einem Tag, zum Beispiel als Anekdoten halt. Ich wollte nicht mehr filmen an diesem Tag, ich war erledigt, und dann plötzlich sehe ich diese vier, fünf Frauen, oder? Und Männer, Frauen, ich wusste ja auch nicht, um was es geht. Und dann musste ich halt wieder filmen. Ich musste aufstehen vom Chartboy, von diesem Bett, und musste halt wieder los, und dann musste ich vier, fünf Stunden diesen Frauen nach, oder? Männern, Frauen nach. Und gut, der Film erzählt nicht, das ist eine Institution. Der Film sagt nicht, Hijras, Transvestiten sind eine Institution im nördlichen Subkontinent, Indien und Pakistan. Alle kennen die. Sie leben gemeinschaftlich meistens in den Städten und kommen und machen ihre Touren durchs Dorf. Und sie sind Glücksbringer, und man gibt ihnen etwas, weil sie den Neugeborenen Glück bringen. Aber im Film sieht man, dass sie nicht nur Glücksbringer sind, sondern unglaublich penetrante Weiber, die nicht loslassen, bis sie diese 5000 Rupien haben. Und die Leute die geben Geld nur, dass sie loswerden, oder? Das sieht man. Also es ist nicht eine schöne, idyllische Tradition des Orients. Weil die erzählen zum Beispiel, du gibst mir diese 10.000 Rupien oder dein Mann wird nie ins Ausland gehen oder dein Mann ist im Ausland, also gib mir 10.000 Rupien. Also es ist nicht einfach ein hübscher Ritus, sondern es geht um Geld und es geht um und Gier und so. Aber für mich war das, ich weiß, man ist konsterniert, man kann sich das vielleicht nicht erklären, oder? Vielleicht gibt es aber schon einige von euch, die wissen, Hijras, oder? Aber dann denkt man, ja, Hijras sind doch in Indien, die sind in Mumbai, die sind da. Und dann weiß man, aber dann Pakistan, Muslim auch und so. Und dann merkt man, Indien und Pakistan ist eigentlich immer noch ein bisschen das Gleiche, was diese Strukturen betrifft.
Aber es gibt dann schon große Unterschiede, aber was so. Ja. Gibt es noch eine Frage? Nein? Ja. Ja. Das Mikrofon. Ich habe gefunden, dass Sie ganz am Anfang schon einen guten Hinweis gegeben haben. Wir lesen Zeitung und lesen nichts anderes als Klischees eigentlich. Mhm. Und das Erleben, dass dort gelebt wird. Und mir ist was ganz Witziges passiert. Ich habe 3 Monate in Indien bei einer Familie gelebt und die haben mir immer erzählt, meine Güte, du kommst aus Europa, nichts als Verbrecher, Mafia und die vielen Banken, die da betrügen und so. Gott sei Dank leben wir nicht in Europa. Und ich kam zurück und mir sagten alle, ach ja, die Inder, so arm und gell, alles traurig. Und ich musste sagen, nein, auch hungernde Inder sind ganz lustig und können singen und so weiter. Also ich finde das nur sehr wichtig, dass man wirklich die Zeitung anders liest, wenn man so ein Erlebnis hat. Und der Film war so gemacht, dass er für mich ein Erlebnis war. Na schön. Ja, es war schon, ja eben, das ist das, wenn man genauer hinschaut, wird alles kompliziert. Vielleicht so ein bisschen einfach zusammenfassend, was Sie gesagt haben. Es scheint keine Frage mehr zu geben. Wir würden dann zum Abschluss kommen. Was Sie gesagt haben, gerade in der Frage, ist ja für mich jedenfalls, wir sind schon einen großen Schritt weiter, auch mit Blick auf Flüchtlingsströme und Migration überhaupt. Wenn wir begreifen können, dank so einem Film und verwandten Erzählungen, es wird gelebt. Das waren Ihre Worte und das ist vielleicht nicht wenig. Danke, Paolo. Danke.